Promi-Geflüster heute wieder mit einer neuen Ausgabe, natürlich aus unserem kleinen Home-Studio und natürlich auch wieder mit einem prominenten Gast. Prominent sage ich jetzt mal insofern, ich denke mal, er ist längst schon über die Grenzen von Bayern hinaus bekannt geworden, denn auch bei uns in Baden-Württemberg war er bei verschiedenen Fernsehsendungen schon zu Gast, aber ich sag mal, viele kennen ihn aus dem Bayerischen Rundfunk mit den Brettelspitzen. Und ansonsten steht hier bei Wikipedia drin, er ist deutscher Fernsehmoderator, Volkssänger, Schauspieler, Kabarettist und Autor. Aber ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Jürgen Kirner, ihn habe ich heute bei mir im Interview und ich sage mal hallo und herzlich willkommen. Servus Frank, vielen herzlichen Dank für die Einladung und es freut mich sehr, dass wir auf diese Art und Weise zumindest kommunizieren können. Ganz genau. Ich muss jetzt natürlich vorausschicken, wir haben uns kennengelernt vor zwei, drei Jahren auf der Eudenwiesen, auf dem Oktoberfest, über wiederum einen Freund sozusagen und der auch bei euch natürlich Mitglied ist bei dem Couplet AG, nämlich der Bernie Filzer und er war ja dieses Jahr als Stadtprinz Faschingsprinz gekürt, gell? Richtig, genau. Von der Nachhalla München, der offizielle Faschingsprinz der Stadt München, richtig. Aber da ist, glaube ich, dieses Jahr auch nicht so wirklich viel passiert, oder? Nee, überhaupt nicht. Das hat alles, wenn überhaupt, hat es online stattgefunden, das Ganze. Mhm. Und das ist immer so, ein bisschen also aufbäumen und zeigen, dass trotzdem was stattfindet, aber im Grunde genommen ist es sehr mühselig und auch sehr desillusionierend. Also das ist nicht so, dass das beflügelt. Mhm, genau. Da probiert halt ein bisschen. Ich habe es jetzt gerade erwähnt am Anfang, du Volkssänger, Kabarettist und so weiter und die Couplet AG, da warst ja du, oder bist ja du der Begründer auch und ihr feiert Jubiläum dieses Jahr. Ja, 25 Jahre. Und wir hätten eigentlich jetzt schon im vergangenen Jahr und auch in diesem große Jubiläumstour gehabt, die leider Gottes zunichte gemacht worden ist. Und wir sind schon ein bisschen traurig darüber, dass nichts mehr stattfindet, dass man uns die Bühne entzieht, dass wir einfach nicht mehr das machen können, was wir gerne tun und vor allem, dass wir einen eigenen Broterwerb haben, dass wir jetzt auf Almosen des Staates angewiesen sind, das macht uns alles nicht so sehr glücklich. Also wir wollen für unser Geld arbeiten und wir wollen zurück auf die Bühne. Ja, und das wäre auch denkbar, das wäre jederzeit möglich, also auch in Corona-Zeiten. Also wenn man etwas pragmatischer zu Werke ginge, dann könnte man das alles wunderbar umsetzen. Ja, das denke ich mir schon auch, genau. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten und gerade auch in so einem Theatersaal, wo man dann ist, ich denke mal, da steckt sich ja nicht wirklich jemand an, wenn man entsprechend die Abstände einhält, oder? Zum einen das, wenn man die Abstände einhält, wenn man die ganzen Corona-Vorgaben erfüllt. Zum anderen ist es so, wenn ich jetzt Schnelltests durchführe oder Temperatur messe oder wie auch immer, dann habe ich einigermaßen eine Garantie dafür, dass da niemand drin ist, der infektiös ist, der da irgendwo Viren weitergibt. Das wäre alles super. Das wäre für uns eigentlich eine sehr tragbare Möglichkeit und tragfähige Möglichkeit. Die Veranstalter haben Land auf, Land ab alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass man uns jetzt trotzdem nicht machen lässt. Das finde ich schon, gelinde gesagt, bodenlos. Ja. Aber ich sehe schon, das ist ein Thema, das beschäftigt gerade wirklich alle Künstler. Die sitzen eigentlich mehr oder weniger wirklich auf Trockeneis sozusagen, ne? Also auf dem Trocknen, genau. Ja, aber es ist zum Leben eigentlich zu wenig, zum Sterben zu viel. Richtig. Und es macht alle nicht so sehr glücklich. Und wir wollen auch nicht irgendwo auf Almosen angewiesen sein. Wir wollen einfach unser Geld selbst verdienen. Wir wollen auf der Bühne stehen, die Menschen glücklich machen draußen. Und gerade in solchen Zeiten wie jetzt mit Corona, da braucht der Mensch einfach Ablenkung. Der braucht also im weitesten Sinne Brot und Spiele.
Und der muss irgendwo auch mal ein bisschen abschalten können. Und das würden wir gern machen, gern bieten. Wir würden auch gern den Politikern ein bisschen mehr den Spiegel vorhalten, weil online und gestreamte Geschichten, da ist es meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also das sind nur wenige daran beteiligt oder interessiert. Insofern bräuchten wir das große Publikum, um eben auch ein bisschen Aufmerksamkeit zu erzeugen und eine andere Fokussierung auf diese Themenlage zu haben. Ja, kommen wir jetzt mal zur Couplet AG, die ja, wie gesagt, das Jubiläum feiert. Vielleicht vorneweg nochmal ganz kurz für die Zuschauer, die jetzt vielleicht mit dem Begriff Couplet nicht so viel anfangen können. Was steckt dahinter? Woher kommt's? Also, wie der Begriff schon sagt, es kommt aus dem Französischen, das ist eine satirische Liedform mit Kehrvers, so steht es auch im Duden drin, das kann man gut nachlesen oder auch nachgoogeln. Und diese Liedform ist sehr flexibel handhabbar. Also man kann unendlich viel tolle Texte draufschreiben, man kann die Melodien bearbeiten, man kann das auch zeitgemäßer machen. Es gibt da so viele Möglichkeiten und insofern ist es für uns das beste Instrumentarium gewesen, auf die Bühne zu gehen und uns also in Sachen Musikkabarett eine neue Ebene zu schaffen. Und Gott sei Dank ist es gelungen. Nach jetzt den vielen Jahrzehnten ist es so, dass das Couplet und eben auch der Volkssänger oder die Volkssängerin an sich wieder wirklich im Fokus stehe und ja, und es eine richtig gehende Renaissance erlebt, auch vor allem bei der jüngeren Generation. Ja, und dann natürlich sind es die Brettelspitzen, die du ja auch jetzt im nächstes Jahr, glaube ich, 10 Jahre hast du gesagt, gell? Genau. 10 Jahre im Bayerischen Rundfunk präsentieren darfst. Und da hat natürlich die Couplet AG auch großen Einfluss, sage ich mal, wird auch immer wieder präsentiert dort, gell? Ja, es ist fester Dreh- und Angelpunkt ist natürlich die Couplet AG, die in jeder Sendung mit vertreten ist. Und dann gibt es natürlich zwei Mitglieder innerhalb der Couplet AG, den Bernie und den Bernhard, die zeitgleich eben auch zur Brettelspitzenmusikern, die Solokünstler mit begleiten. Das ist alles eins und das ergibt Synergien. Und das ist auch was Wunderschönes, dass man so unter Kolleginnen und Kollegen, die Bianca dann mit dazu bei uns in der Couplet AG geht, dass man dann einfach da aus dem Vollen schöpfen kann und zusammen mit vielen weiteren Kolleginnen und Kollegen dieses Sendeformat bestreiten, die mittlerweile so einen Kultcharakter haben. Also es ist eine Marke des bayerischen Fernsehens, bundesweit einzigartig, es gibt nichts Vergleichbares. Und wir freuen uns auch über die vielen Zuschauer im Ländle, also in Baden-Württemberg drüben. Wissen wir, dass wir unwahrscheinlich viel geschaut werden. Man sieht ja das dann an den Einschaltquoten. Und wir haben auch immer, also ich suche das auch bewusst aus, Künstlerinnen und Künstler eben auch aus Baden-Württemberg mit dabei. Ja, das ist sehr toll. Wo werdet ihr überall gesehen? Wo gibt es Zuschriften? Kommen auch aus dem norddeutschen Bereich auch Also wir haben Rückmeldungen? viele, ja, wir haben viele Fans aus den übrigen Bundesländern, ganz stark, zum Beispiel auch aus den neuen Bundesländern, aus Sachsen, Thüringen. Da gab es ja früher zwischen 1840 und 1920 auch eine große Blüte der Volkssänger. Also nicht nur in Berlin, in München oder in Wien, in diesen Großstädten, sondern eben auch in Dresden beispielsweise. Und wir werden dort überall gesehen. Wir haben aus Bremerhaven ganz treue Fans. Wir haben überall eigentlich Leute, die uns jedes Mal zuschauen und uns dann auch schreiben und uns begleiten. Und wir haben darüber hinaus irrsinnig viele Zuschauer in Österreich, in der Schweiz und auch in Südtirol. Enorm. Also wirklich kann man sagen, europaweit schon fast. Ne? Genau. Ja. Und Ja. natürlich kann man euch auch erleben, wenn es stattfindet, und da, wo wir uns auch kennengelernt haben, auf dem Oktoberfest auf der Alten Wiesen. Und da heißt es Zelt zur Schönheitskönigin. Zur Schönheitskönigin passend, also eben wie damals
die Bali Brel dieses wunderbare Lied zum ersten Mal zum Vortrag gebracht hat, also als schöne Schönheitskönigin von Schnitzlerreit. Mhm. Und nach ihr ist eben dieses Zelt benannt, unser Volkssängerzelt draus auf der Wiesen. Und das Volkssängerzelt hat ebenfalls mittlerweile Kultcharakter. Es ist klar, es sind viele Künstlerinnen und Künstler, die aus meiner Sendung dort auftreten, Tag für Tag, die die Menschen unterhalten draußen. Es gibt dort ein Programm, das durchmoderiert wird von mir den ganzen Tag über. Es gibt tolle Musikanten, Volkssänger. Das ist, hat fast ja, Showcharakter draußen bei uns. Und es ist trotzdem Familie. Das hat was Intimes, was Feines. Das ist eben kein Riesenzelt, sondern eben nur für 1200 Gäste ausgerichtet. Da sind jeden Tag unterschiedliche Künstler auf der Bühne und wir haben ein feines Essen. Das ist eher, dass wir das innerhalb der Familie gestalten und zusammen mit den Menschen, die drinnen sitzen, halt dann jeden Tag ein Fest feiern. Mhm. Nee, also das muss man unbedingt mal erleben, wer in München auf dem Oktoberfest zu Gast ist, auf die Alte Wiesen gehen und dann ins Zelt zur Schönheitskönigin. Das sollte man nicht verpassen, richtig? Genau, genau. Richtig. Überhaupt die Alte Wiesen, sag ich mal, ist sowieso ein Erlebnis für sich, weil man wird doch schon wieder ein bisschen auch in die Kindheit dran erinnert, wie es früher war. So. Also nicht die ganz schnellen Fahrgeschäfte, einfach ein bisschen Traditionelles. Ja, Volksfest im besten Sinne. Also so, genau. Wie man sich eigentlich vielleicht bei euch den Waren im günstigsten richtig. Fall vorstellt. Also wie es bestenfalls gewesen sein mag, so damals in den Anfangsjahren. Und sagen wir, das ist alles sehr verkommerzialisiert worden die letzten Jahrzehnte. Es ist vielfach Ballermann, was ja. die Unterhaltung anbelangt. Und das ist bei uns eben nicht der Fall. Also das ist so generationenübergreifend für die Familie. Und eben, wir haben sehr viele Junge abends drinnen, die wirklich gemeinsam mit uns jeden Tag ein Fest feiern. Genau, sehr schön. Ja, allerdings muss man jetzt natürlich wieder sagen, auch schon im zweiten Jahr ohne Wiesen oder im letzten Jahr ohne Wiesen, auch im zweiten Jahr wird es wahrscheinlich auch keine Wiesen geben, so wie es aktuell ausschaut, oder? Ja, es wird keine Wiesen geben, auch wenn jetzt noch rumgeeiert wird und man denkt, man könnte es vielleicht verlegen, man könnte irgendwo ein Wiesenleit draus machen, man könnte das etwas entzerren. Das ist nicht möglich, das gibt es nicht. Also wir können nicht draußen die Italiener, die Australier stehen lassen und können sagen, der darf jetzt in Rehweiz hier vielleicht eine Gimpfzeit oder respektive, weil ihr jetzt nicht den Voraussetzungen entspricht. Das kann man alles nicht machen. Das gäbe einen Tumult, einen Aufstand. Also insofern ist das ja abgehakt. Vor allem, 21, das Jahr 21 eben wieder ohne Wiesen. Ja. Vor allen Dingen, wie will man aber alle testen, die da rauflaufen? Das geht ja auch nicht. Nein, das wäre unbedingt. Das ist ja eine logistische Sache, was gar nicht möglich ist. Ja. Das ist logistisch auch gar nicht umsetzbar. Und richtig. Nachdem wir ja jetzt schon zu wenig Impfstoff haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt im Herbst durch wundersame Weise jetzt plötzlich eine Impfvermehrung haben und dann jeder geimpft werden kann, draußen vielleicht noch auf der Wiesn. Also das halte ich für Humbug sowas und das ist ja. auch Rosttäuscherei. Also insofern müssen wir uns mit den Gedanken vertraut machen, dass es auch 2021 keine Wiesn gibt. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn der Terminplan es bei euch ja zulässt, ihr seid unterwegs, ein paar Termine stehen auf der Homepage mit drauf, ja. couplet-ag.de oder wie heißt es genau? Richtig, couplet-ag.de und da gibt es die Termine, die verschieben sich natürlich. Wir hängen total in den Seilen, weil wir eben nicht wissen, dürfen wir jetzt im Sommer Open-Air-Veranstaltungen durchführen. Die sind natürlich geplant. Wir kommen auch zu unseren Freunden nach Franken, beispielsweise zum Volker und zum Martin, nach Fürth, nach Veitshöchheim und nach Volkach. Wir würden da eine große Tour planen, wenn wir sie denn umsetzen können. Und das steht alles in den Sternen. Es wird alles sehr, sehr kurzfristig erfolgen und wir sind dennoch hoffnungsfroh. Aber es gibt ja auch die Sendungen der Brettlerspitzen, da kann man sich genauso erfreuen und das überall dann im Bundesgebiet. Die nächste gibt es übrigens am 11. April. 11. April, also den schon mal vormerken. 20.15 Uhr, Bayerisches Fernsehen schauen. Mhm. Okay. Gleich genau. nach oben.
Richtig, so ist es, genau. Und wie habt ihr denn da aufgezeichnet? Sonst ist es ja wirklich im Hofbräuhaus als solches mit einem ja, Publikum, was ja wirklich da an den Tischen sitzt, alles voll. Wie läuft es jetzt ab? Wir haben ohne Publikum aufgezeichnet, also nur innerhalb der Brettlspitzenfamilie, also mit den Mitwirkenden, die sowohl auf der Bühne stehen als auch dann im Zuschauerraum sitzen. Es ist eine andere Atmosphäre, aber es ist dennoch eine ganz, ganz tolle Sendung geworden. Und wir zeichnen jetzt auch im April wieder auf in gleicher Art und Weise. Für mich ist das Ganze einfach nicht schlüssig. Dahingehend, dass wenn ich die Menschen getestet habe, wenn die Corona-frei sind, wenn die negativ sind, dass sie sich nicht in den Saal setzen dürfen, eine Stunde oder 2 Stunden mit uns verbringen und gemeinsam die Aufzeichnung stimmen, das ist für mich nicht schlüssig. Ich kapiere es nicht, warum das nicht sein darf und nicht sein kann. Weil dadurch wird sich der Virus nicht verbreiten. Ganz im Gegenteil, wir halten alle Voraussetzungen ein. Aber dennoch ist es verpönt und verboten, mit Publikum aufzuzeichnen. Aber wir haben uns eine ganze Fülle einfallen lassen, um das zu entzerren, um dem Zuschauer das nicht vor Augen führen zu müssen, dass wir eben ohne Publikum aufzeichnen, sondern wir haben da wirklich Tricks verwendet, also im positiven Sinn wohlgemerkt, dass da eine tolle Gesamtoptik erscheint und rüberkommt. Und es sind auch sensationelle Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Es ist der Martin Frank zum Beispiel, der Shootingstar im Bereich Kabarett bei uns in Bayern und darüber hinaus. Dann ist dabei der Sebastian Reich mit seiner Amanda, die also Martin und Amanda singen zum ersten Mal im Duett auf einer öffentlichen Bühne, respektive auch in einer Fernsehsendung. Und dann ist das Trio Schleudergang mit dabei, die Lausdärtel sind mit dabei und. Es sind unwahrscheinlich tolle Künstlerinnen und Künstler, auch sehr, sehr prominent. Die Johanna Bittenbinder als sehr bekannte Schauspielerin ist mit dabei. Es gibt Sketche, es gibt Satire, es gibt Couplets, es gibt jede Menge Unterhaltung. Also da ist gesorgt für einen entspannten Sonntagabend. Mal nicht Tatort schauen, nicht Herzkino schauen, das braucht man alles nicht, weil man es längstens kennt und das ist eh immer das Gleiche. Bei uns hat man weitaus mehr Unterhaltung, Abwechslung und Spaß. Ja, das finde ich sehr schön und das gefällt mir auch. Deswegen habe ich auch gesagt, der Jürgen, der muss endlich mal jetzt bei mir in die Sendung, damit wir auch mal aus der Richtung mal ein bisschen was unseren Zuschauern präsentieren können und präsentieren dürfen. Klar, wäre es natürlich schön, wenn wir uns auch mal wieder persönlich treffen, auch bei einer Veranstaltung mal. Hätte nichts Ich auch dagegen. nicht, ich auch nicht. Und ja, vielleicht gelingt es ja mal. Einen Mitwirkenden bei euch, den muss ich jetzt auch mal noch ganz kurz erwähnen. Der war ja bei uns mit seiner Truppe auch schon zu Gast. Er hat immer das große Instrument, die Tuba, der Daniel Barth. Richtig, Richtig, der ist genau. auch schon Dauergast bei euch, gell? Der gehört zur Brettlerspitzenmusik mit dazu. Zum besten Bestand, ist fester Bestandteil unserer Sendung. Und er ist auch mit seinen Fexern mit unter zu Genau, Gast. Auch richtig. jetzt zeichnen wir wieder auf mit den Fexern zusammen. Die sind bei uns eben auch zu Gast. Und es ist alles eine große Familie. Also ich sage das nicht einfach so, da stellt es so in den Raum, sondern wir sind wirklich Familie. Wir helfen uns integrativ, gerade in diesen Zeiten untereinander, weil es eben so enorm schwierig ist. Und wir leben auch Familie. Das ist echt so. Also wir genießen das, zusammen zu sein, miteinander zu musizieren, zu singen und eben auch ja gemeinsam zu leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nee, tolle Sache auf alle Fälle und da drückt man einfach die Daumen, dass das hoffentlich bei allen irgendwo wieder Normalität wird und spätestens hoffe. vielleicht nächstes Jahr dann wieder da ein bisschen mehr Freiheiten zugelassen sind. Mal gespannt. Ja, die Politik hat jetzt 2 Jahre Zeit gehabt, dann zu üben. Irgendwann werden es doch dann einmal fähig sein. Ich weiß, es ist schwierig, vor allem wenn man sich vor Augen führt, wie Politiker rekrutiert werden, wie die zu ihren Stimmkreisen kommen. Du musst dich nicht wundern über die Entscheidungen, die im Bundestag oder auch bei uns im Landtag stattfinden. Also ich möchte es nicht wirklich nicht pauschalieren, weil es gibt ganz, ganz tolle
Menschen drunter, Frauen und Männer, die wirklich ernsthaft Interesse haben, an der Gesellschaft, an den Menschen draußen zu helfen und ihr Wissen, ihr Können einbringen, aber es sind zu wenige und die wenigen, die vorhanden sind, die werden zur Seite gedrängt, weil da gibt es einfach die Gattung des Egomanen und die stehen ja dann vorn dran. Mhm. Ganz genau. Jetzt nochmal abschließend, so langsam, wo kann man jetzt nochmal mehr über euch erfahren? Wir haben es gerade schon gesagt, couplet-ag.de ist eine Sache und die Social Medias gehören auch dazu. Genau, es gehören die Social Media Geschichten dazu, also auf Facebook, auf Instagram, da findet man uns von der Couplet AG logischerweise und natürlich auch von den Brettlspitzen, da gibt es jeweils Fanseiten, es gibt offizielle Seiten und man kann natürlich auch unsere Clips, die zu Hunderten es gibt, aus den Brettlspitzen und auch von der Couplet AG, auf YouTube klicken. Es gibt die Mediathek des Bayerischen Fernsehens, da sind ebenfalls die ganzen Clips vorhanden. Auch die alten Sendungen, also die bereits abgesendeten Folgen sind dort zu finden. Da kann man tagelang, wochenlang, monatelang schauen. Genau. Erfreuen und sich von Corona ablenken. So soll es sein und das brauchen wir doch alle. Und in dem Sinn sage ich schon mal wiederum recht herzlichen Dank, dass du bei uns hier dich auch eingeklickt hast und sage mal viel, viel Erfolg weiterhin und auf hoffentlich bald in einem persönlichen Gespräch dann wieder. Ja, das wünsche ich mir auch. Ich danke recht herzlich nochmal für die Einladung. Und wenn ihr mögt, und auch du, Frank, am 11.04., dann sehen wir uns Sonntagabend 20.15 Uhr. Ich wink dann.